Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Modellbau Inc. in einer neuen Folge von der HMS Victory. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich musste noch Farben besorgen und hatte auch nicht wirklich Zeit. Aber jetzt geht's weiter mit den Schiffsdecks, die wir heute machen wollen. Und zwar hoffe ich, dass wir das in der heutigen Folge, dass ich das schaffe, dass wir diese beiden Decks hier machen. Diese 85.030 Kanonen hier aufkleben, die Leitern dran, also dass wir das alles fix und fertig machen. Dann vielleicht sogar hier diese Kanonen hinkriegen und das alles den Rumpf zusammenkleben. Apropos Rumpf, da habe ich jetzt festgestellt, dass ich den wahrscheinlich vor dem Zusammenkleben schon lackieren muss. Das ist dann so ein kleines Zwischenvideo wahrscheinlich, weil wir sehen das hier. Wenn ich das zusammenklebe und die Kanonen reinbastel, habe ich natürlich das Problem, dass ich nicht gescheit abkleben kann, weil diese Kanonen da im Weg sind, beziehungsweise male ich mir die dann wieder an. Also praktisch, wenn ich hier gelb sprühen will, dann sind die Kanonen letztendlich dann auch gelb, weil ich klebe ja jetzt nicht jede einzelne Kanone ab, das ist ja Quatsch. Deswegen werde ich das dann so lackieren müssen, bevor ich das zusammenklebe. Aber eins nach dem anderen, wir sprühen erstmal hier unsere Schiffsdecks. Laut Anleitung ist das Revell Nummer 16, glaube ich. Moment. Jawohl, das ist Sandfarben. Habe ich nicht, will ich auch nicht. Ich habe hier von Tamiya die XF60. Das ist Dark Yellow. Hat dieselbe Farbe. Also ich kann das mal zeigen. Kleiner Blick, ich drehe mich mal um. Wir haben, hier ist sie. So. Das ist das Döschen Farbe, was da dabei war. Die möchte ich nicht nehmen, weil das ist erstens Emaille-Farbe und die möchte ich auch nicht in die Airbrush und ich bin da kein Fan von. Ich frage mich nicht warum, ich bin es einfach nicht. Und wenn man jetzt guckt, sind die doch, ja, die ist vielleicht ein Ticken heller, aber es ist doch sehr identisch und ist mir auch egal, ich nehme die einfach. Die wird mit Wasser verdünnt, also die Tamiya-Farbe. Das geht super, also ich habe es mit Verdünner probiert und mit Wasser probiert und Wasser ist absolut mega. Der Vorteil von Wasser ist sogar, dass die Farbe schon trocken ist, bevor sie praktisch auf das Modell auftritt. Also die ist sofort trocken und der Verdünner bezweckt ja auch nur eine Trocknungsverzögerung so ein bisschen. Die brauche ich hier nicht, deswegen nehme ich es auch nicht. So, jetzt geht's los. Ich mache die Airbrush fertig. Dann wird das erstmal hier mit Sand bzw. Dark Yellow gesprüht. Dann werden die Kanonen gemacht in Gelb, dieses Lufthansa-Gelb oder was das auch immer ist. Die Luken werden braun. Hier der Krams, die Seile werden angemalt, die Leitern kommen drauf und. Und wir sehen uns, ja, dann wieder. Achso, ich sprühe das jetzt hinter der Kamera, weil wie man sprüht, wisst ihr bestimmt alle. Ansonsten im letzten Video habe ich, glaube ich, auch gesprüht. Das mache ich nicht anders und deswegen möchte ich euch diesen Schritt ersparen. So schnell kann es gehen. Fertig. Schön Dark Yellow. Jetzt wollen wir uns hier um diese Kanonen-Lafetten, Staffetten-Halterungen, wie es auch immer heißt, kümmern. Die sollen laut Anleitung in Lufthansa Gelb, Seidenmatt, angemalt werden. Das bereite ich jetzt mal vor, das lege ich erstmal weg. Ich habe hier mir so eine komische Palette, die habe ich mal irgendwann, keine Ahnung, irgendwie mal bekommen. Da werden wir jetzt mal ein bisschen Farbe reinmachen. Hier so einen kleinen Rührer, erstmal schön aufrühren das Zeug. Das ist schon ganz schön leuchtend. Also, ich bin gespannt. Wird das ein sehr farbenfrohes Schiff, glaube ich. So ein bisschen aufrühren, dann mache ich mir hier was rein. Da sind diese Spatel eigentlich auch immer recht. Ja, das reicht erstmal recht praktisch. Weil die Revell-Farbe ist schon dicker als zum Beispiel Tamiya. Also ich benutze eigentlich Revell recht gern, diese Aquacolor. Tamiya benutze ich auch recht gern. Vallejo habe ich auch, nur da ist meine Farbauswahl nicht so wirklich groß. Putz das mal hier weg. Deswegen beschränke ich mich jetzt mal auf diese hier. Jetzt habe ich hier so einen ollen Pinsel. Da werde ich jetzt hier, habe hier an der Seite etwas Wasser. Ich benutze übrigens destilliertes Wasser.
Nicht, weil ich jetzt ein Nerd bin oder irgendwie sowas, aber ich habe mal so einen Kanister recht günstig gekriegt. Oder was heißt recht günstig? Die sind eigentlich gar nicht mal so... Ja, der Pinsel ist kacke. Die sind gar nicht mal so teuer. Ich weiß nicht, da war irgendwie 5 Liter Kanister für, weiß ich nicht, unter 2 Euro auf jeden Fall. Da habe ich mir gedacht, komm, egal, machst du doch mal mit destilliertem Wasser, weil wegen Kalk und Salz und Farbe und Airbrush und whatever. So, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, und Schaden tut's ja nicht. Ne? Also zur Information, ich benutze destilliertes Wasser für alles, weil wenn dann, wir sind ja Deutsch, dann muss das ja auch richtiges Equipment sein. So, mein Anmalpinsel, ich versuche das jetzt erstmal hier mit meinem, was ist das, 00 Van Gogh. Großer Name. Ich finde die Pinsel gar nicht mal so schlecht. Ich muss mir mal eine Brille aufsetzen hier. Meine Lupenbrille habe ich ja schon mal. Habe ich das erwähnt eigentlich schon? Ich glaube ja. Ansonsten schreibt es mir doch in die Kommentare. Falls ich es noch nicht erwähnt habe oder wenn es euch interessiert, dann zeige ich euch das nochmal. Und jetzt probiere ich mal hier diese. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das finde ich bei Revell immer ein bisschen scheiße. Die Decken. Wie man sieht, nicht wirklich gut. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das könnt ihr mir vielleicht auch mal schreiben, wenn ihr da entsprechende Erfahrungen gemacht habt, warum dieses Zeug nicht deckt. Ich verstehe das manchmal nicht so ganz. Und da bin ich bei Tamiya eigentlich, fahre ich bis jetzt besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist schon ein bisschen schade. Und man sieht das hier auch. Kannst du... Habe ich jetzt Bock drauf, ne? So diese 30 Teile hier irgendwie 15 Mal anzumalen. So, ich habe jetzt auch ein bisschen hier über den Rand gemalt oder auf den Boden drauf. Das ist erstmal nicht so wild, weil ich glaube, erstens sieht man es eh nicht im eingebauten Zustand und zweitens mal mache ich das eigentlich immer und korrigiere das später nochmal. Also dann nehme ich mir nochmal ein bisschen hier von dieser in die Kamera vielleicht. Hier zum Beispiel. Hier so. Dann nehme ich mir nochmal ein bisschen von dieser Farbe und schmiere das nochmal ab, weil das ist immer ein bisschen besser als jetzt hier exakt zu malen. Kann man. Mache ich ja auch. Probiere ich ja auch. Aber es ist halt nicht immer ganz so einfach. Und einfacher ist es dann letztendlich am Schluss dann nochmal vielleicht am Rand den Boden nochmal zu machen. Ich weiß, sprechen und malen, es ist dann noch in die Kamera und überhaupt, ich bin ja jetzt auch kein Moderator, ne? Und ich kann nicht sprechen und malen und erzählen und gleichzeitig alles. So soll es erstmal sein. Sieht man das farblich? Ja. Ist schon knallig. Aber, naja, hier sieht man es besonders, dass das wirklich nicht deckt. Ich behellige euch nicht länger. Ich mal das fix fertig. Man sieht jetzt hier, habe ich schön, die Kanonen sind alle gelb. Nach dem Trocknen ist es auch nicht mehr ganz so knallig. Das sieht jetzt bei dem Licht so aus. Aber ist okay. Was ich noch gemacht habe, ist, man sieht es hier schon, habe ich diese Luken abgeklebt. Das wird jetzt braun. Das pinsel ich, glaube ich, weil da lohnt sich die Airbrush nicht. Und ich möchte auch durch den Pinselstrich, wenn man den noch ein bisschen sieht, kann man dann noch so ein bisschen Struktur drin erkennen, was dem Holz, was es ja dann sein soll, wahrscheinlich keinen Abbruch tut. Und was ich noch gemacht habe, ist, diese 5 Millionen Kanonen schon mal anzumalen. Und zwar habe ich da benutzt... Das habe ich hier von Tamiya, das Gunmetal X10. Und ja, bei den Kanonen, es zieht sich anscheinend durch, habe ich hier super Fischhäute, also mega Fischhäute, sage ich mal. Das werde ich folgendermaßen lösen. Ich habe die jetzt schon mal im Rahmen oder im Gussrahmen angemalt. Macht man eigentlich nicht, aber bei dieser Menge und bei dem Kleinzeug... mache ich das jetzt. Wenn ich die auslöse, putze ich die dann mit den Fischhäuten und werde die dann nochmal, also werde die erst einkleben und was dann sichtbar ist,
werde ich dann nochmal nachpinseln. So, die Kanonen sind eingeklebt und sauber gemacht. Ich halte es mal hier so ein bisschen in die Kamera. Sieht schon alles sehr schön aus. Wie gesagt, angemalt hatte ich sie vorher schon. Sie dann eingeklebt. Ein bisschen schärfer hier. Vorne dann einen roten Punkt drauf gemacht. Eine ganz normal rote Farbe. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer das war. Die, ja, wie nennt man das? Unterdeck, Blager, Klappen, Gitter, wie auch immer, sind braun gemacht mit der Farbe Nummer 85, Revell Aquacolor. Zeig's hier nochmal. Das ist das untere Deck. Das obere Deck habe ich angefangen. Die Seile hier mit Erdfarbe heißt das, glaube ich. Revell Nummer 87. Aquacolor auch. Da habe ich Pinsel, bin noch nicht ganz fertig geworden. Ich wollte euch das jetzt hier erstmal zeigen. Das ist sowieso alles sehr arbeitsintensiv und die Frage ist, wie viele Videos ich in Folge da machen kann, weil ich habe auch nicht immer so viel Zeit zum Bauen und das ist wirklich zeitlich sehr aufwendig. Also seht es mir nach, wenn da nicht ganz so viele Folgen hintereinander kommen, aber ich bleibe dran. Alles andere, was jetzt hier noch zu machen ist, kommt in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin, auf Wiedersehen.